Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Supro von PlayStationInfo.de und das ist der Wochenrückblick, Kalenderwoche Nummer 47 und was für eine Woche, unglaublich. Warum war es eine krasse Woche? Weil die PlayStation 5 wurde released und wir haben ja alle schon gewusst, dass es sehr chaotisch ablaufen wird, das Ganze. Aber dass es dann am Ende so chaotisch abgelaufen ist, das hat selbst mich nach 10 Jahren PlayStationInfo doch schon auch ein bisschen überrascht und denkt mir so, das kann eigentlich nicht wahr sein, was Sony da so treibt. Aber nun gut, fangen wir mal an mit News Nummer 1 und das ist die wichtigste News auf jeden Fall in diesen 7 News. Und zwar World of Tanks, die PlayStation 5 Version ist verfügbar. Ihr könnt jetzt World of Tanks für die PlayStation 5 spielen und wie gesagt, sehr wichtiges Thema. News Nummer 2 ist Cyberpunk 2077, steht ja kurz vor Release. Angeblich soll es ja Dezember kommen. Ich sage immer noch 2021, bitte lasst mich da nicht hängen bei der Namco, ich habe eine 10-Euro-Wette laufen. Da gibt es jetzt schönes Gameplay-Video, könnt ihr euch angucken. News Nummer 3, finde ich sehr cool, muss ich sagen, hat noch nichts mit PlayStation 5 zu tun, da kommen wir gleich zu. Star Wars Squadrons, zwei neue Raumschiffe kommen, und zwar einmal der B-Wing und einmal der TIE Defender, die ich halt auch wirklich noch aus meinen X-Wing und TIE Fighter Zeiten kenne. Sehr geil, freue ich mich drüber. So. Nun, Freunde, geht's los mit der ersten PlayStation 5 News, aber die ist noch ziemlich entspannt. Und zwar habe ich schnell zwei Videos gemacht, einmal ein Unboxing und einmal ein Video, wie ihr die PlayStation 5 richtig hinstellt mit dem Stand. Und darum handelt auch die News Nummer 4, PS5-Konsole schnell und richtig hinstellen mit dem Stand. 2 Minuten Video könnt ihr euch angucken. Ihr werdet lachen, ich gehöre auch dazu, ich oute mich. Ich wusste auch nicht, wo die Schraube ist. Ihr werdet dann schon, wenn ihr das Video gesehen habt, wissen, was ich meine. Und jetzt geht's los. Otto.de, also News Nummer 5. Otto hatte mich auch am Mittwoch angerufen, sehr netter Kontakt, alles cool. Sie meinten auch, sie haben auch zugegeben, sie sind komplett überfordert gewesen etc. blablabla, wo ich dann halt aber auch gesagt habe, ja gut, man wusste es auch vorher schon so, ne? Aber gut, lassen wir mal so stehen. Als erstes konntet ihr mehr oder weniger, glaube ich, bei Otto die Konsolen wieder bestellen. Dann wieder, da waren mehrere Wellen. Fakt ist einfach, die Server von Otto haben wie alle Server auch nicht standgehalten. Darum geht es aber jetzt gerade nicht, weil die News steht ja drin, Otto.de Stornierungswelle. Leute, die durchgekommen sind, und das waren einige von euch, ja, viele von euch haben eine Stornierungs-E-Mail bekommen, checkt auf jeden Fall mal euer Postfach ab. Das tut mir wirklich teilweise für einige Leute leid, die da echt krasse Stories geschrieben haben und sich so gefreut haben. Die haben, also da gibt es eine junge Dame, die mich auch angeschrieben hatte und meinte, ey, danke für die News und so und Scheiß, ich hoffe, ich krieg's. Dann hat sie es nicht gekriegt, dann hat sie es irgendwann gekriegt, hat ganz groß geschrieben, so cool, hab's endlich geschafft, so Weihnachten ist gerettet, etc. blablabla. Nächsten Tag wache ich auf, gucke PMs und dann steht sie, ja, Stornierung bekommen. Also das ist schon ein bisschen kritisch, muss man ehrlich sagen. Allerdings hat man mir auch gesagt, dass im Dezember neue Konsolen am Start sein sollen. Wahrscheinlich sogar dann so im Bereich noch vor Weihnachten. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, weil wie gesagt, ich hatte da ja auch für euch ganz Zeit durchgemacht und versucht zeitnah das zu posten. Also das Thema PlayStation 5 bestellen, rechtzeitig bekommen zu Weihnachten ist noch nicht vom Tisch. Noch nicht ganz auf jeden Fall. So, News Nummer 6, PlayStation 5 Unboxing. Wie gesagt, da habe ich ein Unboxing gemacht und am Ende nochmal ein kleines Statement rausgehauen. Und News Nummer 7 ist so übergreifend für das ganze Thema PS5 heute wieder bei Amazon erhältlich. Also, man muss ganz ehrlich sagen, die PlayStation 5 war bei MediaMax, Amazon, Konrad, Euronix, Müller, Otto.de. Nur nicht bei Mediamarkt und Saturn, die haben kurzzeitig gesagt, sie werden es nicht machen. War wohl geplant, dann doch nicht. Also sie war bei verschiedenen Händlern zu kriegen. Aber alle Händler haben was gemeinsam gehabt, dass ihre Server nur eine Minute gehalten haben. Außer Amazon. Amazon, ich habe noch nie gesehen, dass Amazon in die Binsen gegangen ist, aber sie waren wirklich für eine Sekunde, waren sie ganz kurz offline, danach ging es wieder. Aber ihr habt es wirklich geschafft, oder beziehungsweise die ganzen Leute, die in PlayStation 5 fahren wollten, haben es wirklich geschafft, MediaMax zu killen. Die sind bis jetzt nicht online. Ich nehme dieses Video jetzt gerade am Samstagmorgen auf. Die sind seit, wann war das? Seit Mittwoch? Mittwoch war das, glaube ich, sind sie offline. Ich will jetzt nicht sagen, ich glaube, Donnerstag oder Mittwoch sind sie offline. Müller war auch die ganze Zeit offline. Da finde ich es ein bisschen komisch, weil Müller ist ja eigentlich eine große Kette, ein großer Discounter, der eigentlich auch mehr Ressourcen haben sollte als MediaMax. So, das finde ich ein bisschen komisch. Interessanterweise waren am Freitag wieder Konsolen zu kriegen bei Müller und das ging auch nur eine Minute gut. Ihr konntet ihr vorbestellen, rechtzeitige Lieferung, also garantierte Lieferung bis zum 15. Dezember. Also die scheinen auf jeden Fall noch irgendwie was im Petto zu haben. Genau wie wohl auch MediaMax und Co. Wir werden euch auf jeden Fall wieder ganze Zeit weiter auf dem Laufen halten, wie das Ganze sich weiterentwickeln wird. Ich saß auch die ganze Zeit hier am Rechner und habe ganze Zeit F5 gedrückt und versucht, so schnell wie möglich das rauszuposten. Teilweise habe ich es in 30 Sekunden geschafft, euch das zu vermitteln und so weiter und so fort.
an der Stelle kann man auch wirklich nur sagen, Leute, alle, die eine PlayStation 5 Konsole haben, wollen, möchten, gerne, hätten, würden, Tüten, werden auch früher oder später eine kriegen. Ihr müsst halt einfach cool bleiben und das wird sich schon alles regeln. Und ja, was Sony da getrieben hat, muss man ganz ehrlich sagen, weil alle Händler, die ich auch angeschrieben habe, beziehungsweise die mich sogar kontaktiert haben, haben auch alle immer gesagt, es liegt an Sony mit dem Kontingent und so weiter und so fort. Wiederum liegt es auch an den Händlern, damit ein bisschen besser umzugehen und eventuell extra Serverkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Das finde ich halt auch ein bisschen schwierig und ja, sehr schade. Freunde, nichtsdestotrotz hoffe ich, ich wünsche allen Leuten, die jetzt eine PlayStation 5 bekommen haben, viel Spaß damit. Wir werden, wie gesagt, weiter dranbleiben und es sind ja noch ein paar Wochen bis Weihnachten. Bleibt cool. Mein Name ist Supro, besucht PlayStationInfo.de und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ne? Und Bussi. Ach genau, noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe mitbekommen, dass der Internet Explorer von Microsoft mit am besten ging. Der kam am besten durch, besser als Chrome und Firefox. Vielleicht hilft das den einen oder anderen nochmal bei der Welle Nummer 4. Also, bis dann. Tschüss.